Hallöchen, Leute. Ja. Diese Mikrospur da, die hat mich getaggt, ne? So. Und da habe ich einfach versucht, ein Spiel zu finden, wo ich das machen kann. Weil ich ja keine gute Webcam habe. Und ja. Wollte ich erst was nehmen. Hat nicht geklappt. Hat irgendwie reagiert allergisch gegen DxToy. Also schließt, wenn DxToy gestartet ist, schließt sich automatisch Rust, wenn ich das starte. Genauso wie bei Cities Skylines. Ah, schrecklich. Frage ich mich, wer hat die Spiele da nur programmiert, warum das so komisch ist. So. Jedenfalls. Ich wurde getaggt. 15 Randoms-Fragen. Ja. Beginnen wir mal einfach mal mit der ersten. Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Nö. Eigentlich nicht. Meistens duzt man sich ja eigentlich mehr. Aber so wirklich einen Spitznamen eigentlich ja nicht. Zweite Frage. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Seltsame Angewohnheit. Wenn das darunter zählt, wenn es mal Käsesemmeln gibt, dann würde ich gleich 4, 6 Stück haben. Und nicht nur eine. Halt die frischen, ne? So. Dritte Frage. Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Ja, Höhenangst vielleicht. Aber es zählt wahrscheinlich nicht unter seltsam. Tja, das könnte man noch. Oh. Ja, seltsame Phobien. Oh. Nö. Eigentlich, obwohl, Spinnen habe schon Angst. Aber es ist so nicht seltsam, würde ich sagen. So, vierte Frage. Welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut, mit dem du alleine... wenn du alleine bist? Ich habe jetzt keinen speziellen Song, den ich gut finde. Deswegen habe ich da auch keinen, wo ich mitsingen würde. Na... Gut. Fünfte Frage. Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Wenn irgendwas in meiner Umgebung nicht so ist, wie es normalerweise ist. Aber da gewöhne ich mich schon relativ schnell dran. Also es ist nicht so wie ein alter Mensch, der sich dann, wenn irgendwas verändert sich wurde, der sich dann einfach total aufregt davon. Gut, was haben wir noch hier? Sechste Frage. Was tust du, wenn du nervös bist? Wahrscheinlich nur so ähnlich wie die, obwohl die Sarah hat ja gesagt, die ist dabei nicht nervös, wenn sie mit ihrem Bein wackelt oder so. Mach ich vielleicht eigentlich schon nicht. Je nachdem. Nö. Weiß nicht, keine Ahnung. Was haben wir noch? Die siebte Frage. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Ich habe nur eine Seite und deswegen schlafe ich an der Wand. Ist einfach besser. Oder beziehungsweise ist es mir eigentlich egal, wenn ich auf irgendeiner anderen Seite schlafen würde wollen. So, haben wir noch. Achte Frage. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Mein erstes Kuscheltier war, glaube ich, irgendein Hund. Den habe ich sogar noch, aber der wurde 10.000 Mal gepflegt und so. Aber ein Name? Nö, einen Namen hat er, glaube ich, gar nicht. So, was haben wir noch? Neunte Frage. Welches Getränk bestellst du immer bei Starbucks? Ich kenne das nicht, deswegen würde ich da auch nie was bestellen. Gibt's bei uns hier nicht. So was komisches gibt's bei uns nicht, einfach. So, zehnte Frage. Gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber selbst nie einhältst? Sport ist gut. Aber selber Sport treiben tue ich nie. Also nicht wirklich. Wenn ich vielleicht Zeit hätte, wenn ich irgendwie ein besseres Fahrrad hätte oder so, dann würde ich das vielleicht machen. Aber sonst irgendwie so, bin ich ja faul in der Richtung, ne?
Elfte Frage. In welcher Richtung schaust du beim Duschen? Tja. Unterschiedlich. Je nachdem, wie man sich gerade dreht, würde ich sagen. 12. Frage. Was hast du hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Eigentlich nicht. Hab ich nicht. 13. Gibt es ein eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gern isst? Man könnte sich ja darunter vorstellen, irgendwas schlecht, also nicht schlechtes Essen, sondern einfach so, was nicht gesund ist, war so, ne? Aber da gibt es ja immer viele Sachen eigentlich. Pizza. Oder alles. Nicht alles, aber meine Pizza. Ja gut, das wird schon das Fettigste, wenn man so will. Oder einfach Kuchen. Rest. Wenn ich mal Kuchen mache, dass ich dann einfach was übrig bleibt und das dann esse halt. Das ist jetzt auch eher ungesund. 14. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Die Mechanics? Ne, Redewendung? Ne, eigentlich nicht. Höchstens Wörter halt, ne? Redewendung eigentlich nicht wirklich. Obwohl vielleicht. Hier. Das und das. Das können wir mal spielen. Oder sowas in Richtung vielleicht? Ich weiß nicht. Ob das dann erzählt. 15. Frage. Zeit im Schlafen. Was hast du wirklich an? Boxershorts, Socken im Winter, aber ansonsten, obwohl im Winter, ja nur wenn es richtig kalt ist. Aber ansonsten mehr aber auch nicht. Weil mein Zimmer ist, wo manchmal, wenn hier mal, ich habe so ein Eckzimmer quasi, beide zwei Fenster und da wird es schon warm. Wenn es da draußen 30 Grad ist, habe ich hier drinnen auch 30 Grad, habe ich das Gefühl. Tja, gut, das waren die 15 Wendenfragen und ich stecke die Miripan einfach so. Ich habe mir jetzt irgendwo welche rausgesucht, die ich so kenne. Dann tagge ich den Daibola, der sich ja seit neuestens Videogamer nennt. Ja, ich würde so auch einen Paddler taggen, aber ich glaube, das macht er nicht. Deswegen bleibt es bei den zwei. Gut. Sag ich mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, Moment. Ach, übrigens, das Spiel heißt ja Besiege, ne? Moment. Da. Bam. Gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Video. So. Gut, tschüss.